Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Oberzockt. Factorio Seaborg. So, pass auf, die letzte Algenfarm. Die hier mit hinkommt. Ist sie schon fertig? Ja, ist sie schon. Turnaround. So. Das heißt, wir brauchen jetzt drei Liquefier. Haben hier 3200 drin, 16.000 brauchen wir, bis die Stromproduktion wieder anspringt. Weil dann haben die hier immer genug Zeug vielleicht. Müssen wir die Geschichte noch erweitern, verdoppeln oder. Das müssen wir dann mal sehen. Fakt ist, jetzt brauchen wir erstmal drei Liquefier und das sind diese hier. 10 Ziegelsteine. Da brauchen wir noch ein paar Ziegelsteinchen, die wir hier oben haben. So, 30 Ziegelsteine haben wir. Wir haben genug Boards. Wir haben unterirdisches Rohr. Haben wir nicht. Gut, das heißt, wir brauchen fünfundsiebzig Eisenplatten. Und die haben wir natürlich nicht. Aber wie gesagt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir noch nicht. So, Problem, was jetzt auftaucht, natürlich durch den Strommangel, dass diese Fabriken hier natürlich relativ langsam laufen. Wir sollten eventuell den hier wegreißen, dass die hier wirklich im Kreis laufen und da stehen bleiben. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Weil dann kriegen die auch was ab. Drei, zwei. Ja, 1,8 Megawatt halt wirklich nur durch unsere Windparkfarm dort. Die ja produzieren gar nichts mehr. Drei, zwei. Das heißt, wir sollten nach Möglichkeit diese hier alle beschränken auf eine Kiste, weil die werden natürlich als erstes Zeug abbekommen, wenn es denn soweit ist, und die haben wir noch gar keine. Du hast Eisen, du hast Eisen. Blei brauchen wir hier unten. Okay, vom Blei haben wir natürlich eine ganze Ecke. Ne? Glas auch. Nickel. So, da hätten wir jetzt schon die ersten zwei unterirdischen Rohre. Und wie gesagt,
davon brauchen wir 6. Jetzt wird es natürlich noch eine ganze Ecke dunkler hier. Wir können aber auch, was Strom anbetrifft, im Moment nicht wirklich was machen, ne? Außer halt eventuell kurzfristig hier unser Hauptverbrauch abschalten. Problem ist, die brauchen wir halt für die... Nicht unbedingt. Doch. Gar Organic Acid. Das kann noch mal hier runter. Zwar nach da. Wir könnten uns hier oben noch mal eine Kiste klauen. Wir haben noch nicht mehr genug Eisen, um hier uns eine eigene Kiste, um uns eine Spitzhacke zu basteln. Weil dann könnten wir nämlich hier mal so ein paar Solar Plates herstellen. Und dann können die nämlich immer ein paar vorbereiten. So zwei Stacks. Vorausgesetzt, hier unten kommt mal wieder was an. Weil die produzieren jetzt im Moment so langsam, dass gerade mal, die kriegt, die beiden kriegen was ab. Der kriegt schon gar nichts mehr ab. Oder kannst du nicht produzieren? Du kannst gar nicht produzieren. Dann kannst du jetzt wieder produzieren. Ja, da ist noch eine ordentliche Menge drin. Jetzt kriegst du auch wieder was ab. Und du hier unten sogar auch. Sehr schön, da kann da auch wieder ein bisschen was produziert werden. So, unten waren 3000 drin, liegen wir jetzt bei 5000. Ich sage mal so 2000 pro 10 Minuten. Das ist natürlich bis 16.000 sind so 40 Minuten roundabout, bis da überhaupt mal was losgeht. So, Nummer 2 haben wir. Tja. Was kommt denn aus dem blauen Zeug raus? Da kommt auch Eisen raus, ne? Zwar hauptsächlich Kupfer, aber auch Eisen. Und aus dem roten Zeug kommt das und aus dem braunen Zeug kommt das. Na, okay. Können wir hier noch irgendwas abschalten? Ja, Liquefier laufen, die laufen, das läuft, alles kann man nicht abschalten. Wir müssen irgendwie an mehr Strom kommen. Strom ist halt unser Hauptproblem.
250 Grüne machen. Das ist natürlich auch eine ganze Ecke. Drei Rohre können wir damit herstellen. Tja, mehr Windturbinen. Kostet aber auch wieder. Für Windturbinen haben wir nicht genug Eisen. Könnten als Notlösung hier mal eine ganz kurze Initialzündung geben. Um einfach mal das Zeug ganz kurz dort laufen zu lassen. Weil dann sieht die ganze Geschichte schon deutlich anders aus. Mal gucken, und schon wird das hier alles komplett weggearbeitet. Sieben zwei, sieben drei, sieben eins, sieben zwei, sieben drei, sieben drei, sieben vier. Aus 7,6 und dann haben wir nämlich schon das Problem, dass hier nicht schnell genug abtransportiert werden kann. So geht es noch gerade so. Sieben, sechs, neun, drei. So, aber es wird gleich. Ja, noch 20, 30, also 70, ups. 70% ist schon weggelaufen. Verbrauchen 5,2 Megawatt. Aber damit haben wir da wenigstens schon mal einmal eine richtig dicke fette Initialzündung gegeben und guck mal, was dann auch hier an Zeug rauskommt. Okay, und jetzt haben die nämlich da oben kein Sludge mehr. Aber das können wir uns jetzt mal ganz schnell von da schnappen. Und können sagen, pass auf, tadam, tadam, macht mal wieder was. Ne, nicht Sludge, sondern Slick Slurry. Dann ist der Strom nämlich wieder weg.
können wir nämlich jetzt auch unsere drei Liquid Fire bauen. Und haben sogar noch Eisenplatten übrig. Oh, dann könnt ihr mich jetzt auch hier weiter produzieren. Hier läuft die ganze Geschichte deutlich schneller. Ihr seid bei 12.000. Das heißt, ihr müsstet gleich theoretisch abgeben. Bei 16.000 halt. Die Frage ist, konnten die hier durch? Nee, konnten sie eigentlich nicht. Dann zünden wir da noch mal initial. Sind wir da bei 12? Daraus noch mal ein paar Dings herstellen. Forschungslabore, wo habe ich hingestellt? Habe ich in der Tasche. Also sind es Taschenlabore. Es müssten theoretisch noch 5 sein. Achso, dann können wir zeitgleich hier. Optik braucht 10, bin ich der Meinung. Und dann können die da noch mal ein bisschen Gas geben. 14. Das heißt, das wäre bis nach da unten. So wäre das. Das wäre so. Das heißt noch 6 oder 7 weiter. So würde es reichen. So, das heißt also, das hier muss alles voll für noch eine zweite Anlage. Ja, nice, 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 nice. So. Bis dahin brauchen wir aber noch eine ganze Weile. So, ich sehe hier Produktion, das heißt, du lässt hier tatsächlich ein bisschen was durch.
Das heißt, die hier unten können tatsächlich ein bisschen arbeiten und kriegen da ein bisschen was rein. Das heißt, wir kriegen hier oben ab und zu nicht viel, aber ab und zu schon ein bisschen Strom. Besser als nichts. Also ab und zu haben wir ein bisschen Strom. Brauchen diese hier. Die Atmos-Instrumente und die Atmos-Instrumente. Dafür brauchen wir Mikroschaltkreise, dafür brauchen wir Mikroscheiben. Dafür brauchen wir Scheibenstempel und dafür brauchen wir Zinn. Okay, pass auf. Das heißt, wir hauen jetzt nochmal die da alle rein. Dann müssen wir gucken, dass wir hier unten Zeug ranbekommen. Das heißt aber auch, dass die Produktion von dem anderen Zeug starten muss. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ja. Bis dahin, ciao.